Schaben in der Wohnung, was Sie gegen das Ungeziefer tun können. Befinden sich Schaben in der Wohnung, ist der Ekel groß. Die Kakerlaken werden durch Essen angelockt und sind daher häufig in Küchen vorzufinden. Die Schädlinge schnell zu bekämpfen, ist auch aus gesundheitlicher Sicht wichtig. Denn die Schaben sind Krankheitsüberträger. Wie Sie sich von den ungebetenen Gästen schnell verabschieden, erfahren Sie in diesem Video. Der Befall mit Schaben im Überblick. Wie erkennt man eigentlich einen Befall von Schaben? Es gibt tatsächlich sehr viele Arten von Schaben und auch nicht alle von ihnen sind problematisch. Sollten Sie jedoch tote Schaben herumliegen oder sogar beim Einschalten des Lichts flüchtende Kakerlaken sehen, haben Sie auf jeden Fall einen Befall. Aber Sie müssen nicht untätig zusehen. Es gibt einige Dinge, die Sie tun können. Beispielsweise Lorbeerblätter und Katzenminze ausbringen, Barrieren aus Salz und Essig bilden, Köderfallen für Schaben aufstellen und bei einem zu großen Ausmaß des Befalls auch mal den Kammerjäger rufen. Aber fangen wir ganz vorne an. Wie erkennen Sie die Schaben überhaupt? Unkritisch ist die Population der Waldschaben. Schädlinge sind sie nicht und so stellen sie auch keine Gefahr dar. Die Bernstein-Waldschabe weist dunkle Linien auf ihrem Halsschild auf und ist in Süd- und Westdeutschland beheimatet. Bereits das Anbringen von Fliegengittern kann das Eindringen in die eigenen Räumlichkeiten verhindern. Kritischer sind amerikanische Kakerlaken sowie deutsche und orientalische Schaben in der Wohnung. Die meisten Arten der Kakerlaken können nicht fliegen. Das beruhigt Hausbesitzer bereits und hilft beim Eindämmen. Einen Gleitflug können die gemeine Küchenschabe und die deutsche Schabe jedoch vollziehen. Die amerikanische Schabe kann sogar sehr gut fliegen. Lassen Sie sich davon aber nicht beirren, denn weit kommen sie nicht. Optisch lassen sich die deutsche und die orientalische Küchenschabe leicht voneinander unterscheiden. Während die deutsche Schabe hellbraun eingefärbt ist, sind orientalische Schaben schwarz und zudem deutlich größer als die deutsche Variante. Optisch unterscheiden sich die deutsche Schabe und die amerikanische aber kaum. Die amerikanische ist nur deutlich größer und sorgt so auch für mehr Ekel. Wenn Sie also den Schabenbefall identifiziert haben, geht es jetzt an das Bekämpfen. Hier gibt es natürlich zahlreiche Haushaltstipps, aber es sind tatsächlich auch nur sehr wenige davon effektiv. Da es sich bei den meisten Schabenarten um Schädlinge handelt, ist hier schnelles Handeln wirklich erforderlich. Unter anderem können die Schädlinge nämlich Salmonellen, Parasiten und Würmer übertragen. Nicht selten sind Magen-Darm-Grippen eine Folge von Kontakten mit Schaben. Schützen Sie sich bei einem Befall also sofort und gehen Sie keine Risiken ein. Alle von Schaben befallenen Textilien und Nahrungsmittel sollten zudem entfernt werden. Sie könnten Kot oder andere Exkremente der Schädlinge besitzen und ihre Gesundheit gefährden. Ein Risiko sollten Sie hier nicht eingehen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, welche Bekämpfungsmöglichkeiten wirklich sinnvoll sind. Hierzu ein kleiner Vermerk. Bei einem schweren Schabenbefall sollten sofort Profis angerufen werden. Sie können Ihnen dann genau sagen, worauf zu achten ist und was die nächsten Schritte sind. Ergänzende Methoden gegen kleine Befälle erfahren Sie jetzt. Katzenminze und Lorbeerblätter. Schaben sind sehr geruchsempfindlich. Sind Ihnen die Gerüche, die für Schaben abstoßend sind, bekannt, können Sie diese vertreiben. Schaben reagieren mit Flucht, wenn Sie Katzenminze und Lorbeerblätter verteilen. Sinnvoll ist es, die Pflanzen einerseits dort auszulegen, wo Sie die Schaben vermuten und sehen, und an den Stellen, die Sie nicht passieren sollen. Vermuten Sie die Schaben beispielsweise bislang nur in der Küche und wollen vermeiden, dass sie ihren Gang ins Wohnzimmer bahnen, empfiehlt sich dort eine solche Duftschranke direkt vor der Küchentür. Damit sich die Aromen der Pflanze gut entfalten, ist es wichtig, die Kräuter leicht auszuquetschen. Auch Lorbeerblätter können leicht angedrückt werden. Bei dieser Methode geht es vor allem darum, die Wege der Schaben einzugrenzen. Die Schädlinge werden so nicht getötet. Barrieren aus Essig und Pfeffer. Eine weitere Duftschranke bildet die Kombination aus Essig und Pfeffer. Eine solche Paste können Sie durch ein gutes Mischverhältnis zwischen Essig und Pfeffer selbst zusammenstellen. Mit einem Pinsel können Sie anschließend den Boden an den Stellen bestreichen, an denen die Schaben keinesfalls vorbeikommen sollen. Achten Sie auch an dieser Stelle darauf, dass Sie eine dickflüssige Paste herstellen und diese auch großzügig verteilen. Andernfalls trocknet sie am Boden zu schnell an und erreicht nicht die gewünschte Wirkung. Klebegel und Köderfallen. Pasten auf Böden können ebenfalls reichen, dass die Schädlinge an ihnen haften bleiben. Dies gelingt nicht nur den Pasten aus eigener Herstellung. Praktischer sind passende Hilfsmittel aus dem Fachhandel. Klebegele gegen Schabenbefall können Sie dort erwerben und anschließend anwenden. Wie der Name bereits erahnen lässt, bleiben die Schaben an dem Gel hängen und können anschließend manuell entfernt werden. Diese Form der Bekämpfung ist vor allem bei einer kleinen Population effektiv. Sollten Sie natürlich viele Schaben in den eigenen Räumlichkeiten vorfinden, ist dies eher eine Möglichkeit, das Ausmaß des Befalls schnell festzustellen. Eine weitere Alternative sind natürlich Köderfallen. Sie funktionieren ähnlich wie Ameisenfallen. Enthalten sind Giftstoffe, die von den Schädlingen gegessen werden. Im Anschluss sterben sie ab.
Zu guter Letzt noch einmal, sichern Sie sich gesundheitlich ab und rufen Sie im Ernstfall den Kammerjäger. Mit Schaben ist nicht zu spaßen. Nehmen Sie den Befall keinesfalls auf die leichte Schulter. Die Schädlinge sind robust, vermehren sich schnell und sind nur schwer zu bekämpfen. Wenn Sie einen Befall feststellen, führt der erste Weg zum Telefon. Kammerjäger können den Befall schnell und effektiv angehen und die Schädlinge wirklich effektiv beseitigen. Sie geben Ihnen zudem Tipps, welche weiteren Maßnahmen zu erfüllen sind, um weitere Schädlinge zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, nach einem Befall alles durchzugehen und Lebensmittel wegzuwerfen, die von den Schädlingen befallen wurden. Wischen Sie Schränke, Böden und Regale ordentlich ab und desinfizieren Sie diese. Kleidung, die befallen wurde, ist wegzuwerfen, auch bei Zweifeln. Andere Kleidungsstücke können sicherheitshalber mit Hygienespüler gereinigt werden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.